Jo, liebe Leute, ein allerherzliches Willkommen zurück zu Let's Play der Automechaniker Simulator. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir machen heute ein bisschen, ja, Arbeiten, mehr oder weniger. Gucken wir mal, ob wir heute wieder so fehlen wie beim letzten Mal. Oder ob wir heute alles relativ schnell finden. Wir gucken erstmal rein, was das Fahrzeug überhaupt hat. Ja gut, okay, das ist kein Problem. Das ist nur ein kleines, kurzes Problem mit den Bremsen. Bremsbeläge, Bremssatteltyp A und der Bremssatteltyp A. Dann setzen wir die Karre einmal komplett hoch. Ich vermute, dass es vorne ist. Da sieht man schon auch, dass es wahrscheinlich vorne ist. Also, geht da raus. Ich sag mal nur... So. Der Bremssattel mal raus. Was hat er gesagt? Bremssatteltyp A zweimal, ne? Und die Bremsbeläge. Gucken wir mal gerade, ob der... Ja, was durch? Katze. So. Hier sieht es gut aus. Das brauchen wir nicht. Dann gucken wir mal hinten. Ja, das sieht schon wieder so ein bisschen ziemlich kaputt aus. Also müssen wir die rausnehmen. Dann wird wahrscheinlich auf der anderen Seite der Bremsbelag am Arsch sein. So, Bremsbeläge raus. Ne, Bremsbeläge brauchen wir nicht. Bremssatteltyp A, den müssen wir nämlich rausnehmen. Und hier hinten wird es wahrscheinlich. Oh, warte mal. Was soll denn da? Beläge. Jetzt ist der Bremsbelag runter. Warte mal. Wo muss doch jetzt hin? Ich hab doch gesagt, dass der Bremsbelag durch ist, ne? Bremsbeläge, die Frage ist alle. Holen sie alle vier raus? Ja, komm. Machen wir sie doch alle vier raus. Das könnte der kaputte sein. 58%. Nehmen wir den mal raus. Jetzt ich vergessen, auf die Uhr zu drücken. Scheiße. So. Schauen wir mal nach, ob der hinten das ist oder ob der durch ist. Den nehmen wir mal raus. 74. Hinten die 74%. Ah, alles klar. Da brauchen wir vorne nämlich gar nicht, dass die Bremsbeläge auszubauen. Ja, gut, nochmal, warte mal. Wir machen das jetzt etwas anders. Wir nehmen jetzt vorne wieder das Ding rein. Weil da war es nämlich hinten rechts. So, Bremsbelag. Und zwar die 74%. Gut. Dann geht der hier auch drauf. So, Bremsbelag. Er will ja unbedingt haben. Damit heißt es. Was willst du wirklich bestellen? Warte mal. Bremssatteltyp A und Bremssatteltyp A. Okay. Gut. Gucken wir mal. Bremssattel, Typ A und Bremsbeläge. Bremsbeläge, Bremsbeläge. Da. Zwei neue. Und dann können wir sie reinmachen. So, dann tun wir sie jetzt rein wieder. Und dann sind wir soweit durch. Hinten komplett neu. Warte mal, da kann man sie direkt reinsetzen. Ne, war schon richtig so. Ja, so, dann machen wir das hinten noch. So. Dann machen wir sie hinten nochmal rein. Genau. Ja, und vielen Dank übrigens für die netten Kommentare. Wir haben ja einige Kommentare erreicht, die auch ein bisschen freundlicher waren als teilweise
das, was mich so bei Rainbow erreicht. Ich finde es schön, dass ihr das Spiel feiert. Muss ich sagen. Da hat mir ein User geschrieben, gesagt. Genau, der gestern, der Sukramatis, der hat mir das nämlich gestern gesagt. Der hat gesagt, der feiert den Simulator hier. Der feiert das Spiel. Und ich feiere es ja auch, es macht ja Spaß. Und, ja. Reinzucken, gerade mal reinsetzen. Hier brauchen wir nämlich nicht allzu viel Neues machen. So, drauf. Und die Felge neu drauf. So, ist hier schon alles drin oder was? Nö. Warte mal, muss mal Bremsbeläge checken. Die brauchen auf jeden Fall nochmal neue Bremsbeläge. Bremsdinger, warte mal. So. Dann bauen wir das wieder ein, das Teil. Und dann hätten wir alles erledigt. Dann ist das Auto wieder komplett auf Tour. Dann haben wir es. Ja. Auto fertig. Wir wollen es nicht mal abzubocken, sondern wir nehmen es direkt drauf. So, das zweite Auto, was hier auf der Bahn ist, das geht jetzt hier mit drauf. Fahrzeug bewegen und du gehst auf die erste Hebebühne. So, da gucken wir mal, was wir noch für Aufträge haben. Dann nehmen wir das Ding hier. Wir machen auch noch den nächsten Kampagnenfahrzeug. Danach machen wir noch das Kampagnenfahrzeug. Aber jetzt wollen wir erstmal hier den zweiten Wagen, wenn möglich, inspizieren. Mal schauen, was er hat. So, gucken wir mal. Das Lenkgetriebe und wahrscheinlich die Aufhängung. Lenkgetriebe auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall vorne ran. Nehmen wir jetzt mal zumindest die. Weil er sagt, die Lenkung ist ja scheiße. Also geht sie komplett raus. Erstmal. Erstmal fangen wir an, damit die Reifen wegzumachen. So. Hier sehen wir schon, da ist irgendwas. Querlenker. Und hier hinten ist ein bisschen was. Ja, gut. Okay, dann müssen wir mal anfangen, hier ein bisschen auseinander zu basteln, würde ich sagen. Dass wir vorne die Aufhängung und so weiter erstmal auseinander frittieren, damit wir die an die Teile kommen. Ach, die. Hä? Radnabe, nein, ich will die Antriebswelle. Nein. Ach, tatsächlich. Okay. Ich gehe jetzt mal das Radlager raus. Und die Radnabe raus. So, runter mit dem Hitzeschutzblech. Dann geht der Akschenkel raus. Nein, geht er natürlich nicht, weil da wieder eine Verteile sind, die raus müssen. Fangen wir mal an damit. Gehen wir hier mal mit dem Schutzdämpfer raus. Wenn ich dann darf. Nein, darf ich natürlich nicht. Die Koppelstange, die müssen wir ja auch wahrscheinlich ersetzen. Und jetzt kann der Stoßdämpfer weg. Und der Stoßdämpfer weg ist, geht der. Wachsen jetzt? Das Ding ist frei. Nein, natürlich nicht. Ist es nicht. Alles klar. Okay. Ich habe nichts gesagt. Warum wir das Ding nicht einfach von oben wegbauen können, ne? So. Gut. Dann ist das hier als nächstes. Das linke Getriebe. Ah, okay. Ja, schau mal, können wir gerade nicht auf der Seite weitermachen. Müssen jetzt also auf der anderen Seite. Ich guck mal gerade, ob wir hier doch mal alles haben. Nein, natürlich nicht. Dann müssen wir hier vorne weitermachen.
Dann müssen wir hier vorne weitermachen. Das Auto machen wir heute auch noch, soweit ich das auf dem Schirm habe. Antriebswelle weg. Radlager weg. Und die Radnabe weg. So. Gut, dann haben wir das zumindest auch erstmal raus. So. Spurstangkopf. Dann kann der der Stoßdämpfer hier raus. Nein, kann er natürlich nicht, weil da noch eine Koppelstange sitzt, die unbedingt mit dabei zukommen muss. An den Motor müssen wir wahrscheinlich nicht ran. Hoffe ich zumindest nicht. Nicht, dass ich jetzt sogar mit Motor mit auseinanderbasteln muss. So, und jetzt kann das... So, jetzt müsste eigentlich alles raus sein, was so raus sein muss. Es sei denn, ich habe jetzt noch irgendwas, was so zweck ist. Okay, scheinbar muss am Heck... Am Heck noch ein bisschen was. Oder bin ich jetzt hier gerade... Oder bin ich jetzt hier gerade irgendwo noch... Irgendwo dran. Scheinbar nicht. Ich muss, glaube ich, noch ans Heck. Jetzt gucke ich mal gerade nach. So, dann nehmen wir es mal hinten noch die Räder ab. Nicht, dass da hinten doch irgendwas ist. Warte mal, wir checken erstmal durch. Nicht, dass ich wieder unnötig Arbeit mir mache jetzt. Lager. Ich nehme sie mal raus. Vielleicht sind sie, ist es wirklich, das ist einfach nur das eine, nur was Einfaches. Bevor ich jetzt hinten irgendwo alles auseinanderbaue. So, gucken wir mal. Nee, ist es nicht. Das ist es nicht. Okay. Also ist es doch irgendwas am Heck. Also muss es doch irgendwas am Heck sein. Die Frage ist was. Die Frage ist, was ist es? Große Frage. Was hat er jetzt geschrieben, Explained? Es ist fair, das Fahrzeug zu steuern. Klopfen in der Aufhängung. Prüfe das Fahrwerk, ersetze die defekten Teile. Kann ich die Teile sogar prüfen? Prüfen wir das, ob ich da was finde? Versuche meine Sichtmodus durchzuführen. Sieht ja jetzt nicht so aus, als wäre der... Aber was könnte es sein? Innenraum vielleicht. Ich nehme mal die Tür raus. So. Sieht jetzt aber nicht so auf den Anblick aus, als wäre da irgendwas jetzt so wichtig. Muss ich doch jetzt echt das Heck austauschen? Komplett, also die Dings austauschen hinten.
fürchte, ja. Dann ist es so. Ja, hauen wir mal die Hinterachse raus. Vielleicht ist es. Vielleicht habe ich ja ein bisschen Glück, dass ich da was finde. Anders. So, habe ich damit den Stoßdämpfer? Ich damit? Erstmal mit der Feder. Ne, hier, der komische Deckel muss runter. Dann kann die Feder raus. Und dann kann noch was raus. Kann natürlich auch die Federung sein, ne? Fällt mir nur so gerade mal so nebenbei ein. Fällt mir gerade echt nebenbei ein, dass ich die Feder mal nachprüfen könnte von den Auto, von der Akt, von den Dings. Warte mal. Wie sehen die Stoßdämpfer eigentlich aus? Wo sind die Stoßdämpfer denn überhaupt hin? Ja, Stoßdämpfer Kastruck. Das wäre mir ja wahrscheinlich schon aufgefallen, wenn ich die hier hätte, ne? Ich verkaufe jetzt übrigens nichts. Wenn ich jetzt Dinge wieder verkaufe, dann bereue ich es wieder. Ja, das ist das halt. Na dann, weiter geht's. Da ist der Fehler. Da brauche ich den Dachs noch nicht auseinander was hin. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ja, ist es. Gut. Dann brauchen wir nicht hinten weiter auseinander zu basteln. So, okay. Dann fangen wir mal an, die Teile zu bestellen. Die Koppelstange, Hinterachse, Spurstange, Kopf, Spurstange und Lenkgetriebe brauchen wir. Dann fangen wir an. Lenkgetriebe erstmal. Getriebe. Eingekauft. Spurstangenkopf, ne? Was war das jetzt noch? Ah, ich kann mit Viereck tatsächlich... Warte mal. Koppelstange, Hinterachse, Spurstange, Kopf und Spurstange. Spur, Stange, Kopf. So, Koppelstange, Hinterachse, Kopf. Pell, Stange, Hinterachse. Eingekauft. So, dann können wir das Auto wieder zusammensetzen. Weil jetzt, wir haben ja den Fehler behoben, also beziehungsweise nicht behoben, aber wir haben ihn bedeckt. Wir können ihn jetzt beheben. Und das werden wir jetzt auch tun. Hier liegt die Hinterachse. Da liegt die Koppelstange. Da war der Fehler. Der kleine blöde Fehler hier. Und der geht rein. Jetzt berühre einmal beheben. Und fertig. Dann haben wir das auch soweit. Fangen das ganze Ding an wieder zusammenzusetzen. So. Mehr war es wirklich nicht. So, jetzt können wir nämlich auf die andere Seite gehen. Jetzt fangen wir nämlich an, auf der anderen Seite an, hier zumindest wieder alles zusammen zu basteln. So. Gut, rein mit der Federung. Hätte ja sein können, dass es der Fehler war. War es nicht. Und das war nur diese kleine blöde Querlenker-Hinterachse. Habe ich die jetzt...
Kann man den reinsetzen? Dann fangen wir hier mit der Anschlepp... dem Anschlepppuffer an. Wie gesagt, dann mache ich Feierabend nach dieser Folge. Also nachdem sobald das Auto jetzt zusammen gebastelt ist. Dann geht hier das drauf. Und dann haben wir das auch. Und dann fangen wir hier mit an. Dann gehen wir mal kurz ein Stück zurück. Damit wir unser Auto schön wieder zusammenbasteln können. So, dann geht das wieder drauf. Dann geht das Radlager drauf. So, das drauf. Bremsscheibe drauf. Die Bremsbeläge drauf. Die Bremssattel drauf. Und noch ein Stück zurück. Und die neue Felge drauf. Alter, die alte Felge drauf. Wir brauchen ja nicht neu. Gut, dann haben wir Hinterachse soweit fertig. Fangen wir mit der Vorderachse an. Fangen wir unten an mit der. So, setzen wir die komischen Buchsen drauf. Kann ja, wie gesagt, alles sein. So. Getriebe rein. Stabi, der muss raus. Der muss raus. Der ist 10%. Stabi, Vorderachse. Der muss raus. Das kann nicht sein. Den brauche ich gar nicht erst einzubauen wieder. Stabilisator, Vorderachse. So. Sorry, das ist ein quasi kleiner Bonus von mir. So, den Stabi-Typ. Ah, ist das nur? Wahrscheinlich. Hoffe ich zumindest jetzt. Ja. Weil das Ding mit 13%. Never. Ist bei mir noch ein Bonus dazu. Weil mit der. Auch die Antriebswelle, Zwischenwelle-Typ. Ah, das ist Schwachsinn. Das kann ich alles rausnehmen. Antriebswelle. Ja. Da sind Teile dabei, die habe ich zwar jetzt ein bisschen Bonus zusätzlich bestellt, aber ich gucke gerade mal. So, okay. Und zur Montage und Teilen. So, bauen wir die Teile wieder ein. Auch alles Schwachsinn, das kann ich alles wieder rausnehmen. Hackschenkel, Vorderachse, Typ A, raus damit. Achsschenkel, Vorderachse, Typ A. Da. Nochmal zwei Stück mit. So. Rein damit. So, Vorderachse Typ A kriegt er zwei neue. Weil der andere sieht nämlich genauso aus. Würde ich sagen. Querlenker. Vorderachse unten Typ A brauchen wir zwei Stück. Querlenker. Vorderachse Typ A. Vorderachse unten Typ A. Zwei neue. Das fällt aber jetzt auch beim Zusammenbau wieder auf, muss ich sagen. Rein damit. Was für eine Spurstange. Die kann rein. Spurstangenkopf rein. So. Der Kunde ist König. Das ist auch absoluter Schwachsinn. Raus damit. Was ist denn das überhaupt? Radnabe, Vorderachse.
Rad, Narbe, Vorderachse. Zwei neue, bitte. Erinnere mich an die gute Frau Ellershagen, hieß sie, glaube ich, die sich einmal kurz mit der an den schönen Polizisten die Vorderachse zerdeppert hat. So. Rein damit. Rad. Auch das Radlager, das kannst du rausnehmen. Das ist Schwachsinn. Das baue ich nicht wieder ein. Rad. Lager. Zwei neue, bitte. Weiter. So, weiter mit. Radlager, Deck, Antriebswelle. Gibt rein. Wobei ich wahrscheinlich wieder für die andere Seite auch eine neue Antriebswelle brauche, noch nebenbei. So. Ja, die Federung sieht natürlich auch so toll aus. Ja, ist egal. Die brauche ich jetzt nicht auseinander wieder zusammen. So, nächste. Ist mir scheißegal jetzt. So, weiter geht's. Bei der Federung, das wäre jetzt eine Fummelarbeit. Das wäre jetzt an dem Ding, wäre das jetzt richtig Arbeit. So, drauf. Spurstange. Zwei, wieder eine neue. Stange. Rein damit. So, Spurstange. 100% neu. So, was lass mich raten, der Spurstangenkopf ist natürlich auch Fritte, oder? Natürlich. Ich habe bestimmt wieder irgendwas nicht gelesen. So, jetzt muss ich gucken. Nee, die Buchse. Die brauchen wir viermal neu. Oder zweimal zumindest. Gummilagerbuchse groß, zweimal neu. Ich hab's bestimmt wieder nicht gelesen. Ja, ist aber okay. Das sind halt alles die Teile, die... Hier, tatsächlich, da muss doch eine Feder mit rein. Ja, ich hasse mich. Also muss ich doch das Ding auseinandernehmen. Weil hier muss eine Feder rein, muss eine... Ich gucke jetzt mal, ich baue das Ding jetzt erstmal zusammen und dann gucke ich mal, was ich da überhaupt noch retten muss. Man sollte Dinge auch mehrmals lesen. Koppelstange. Auch hier keine Koppel... Neue Koppelstange rein. Koppelstange. Die Frage ist, welche? Die Typ A, Vorderachse. Das ist wirklich Zufall, dass ich das jetzt gemacht habe, mehr oder weniger. Okay, das Auto wird uns noch eine Weile beschäftigen. So, weiter geht's. Da kann was Neues rein. Radnarbe. Radlager, Entschuldigung. Antriebswelle Vorderachse Typ C. Antriebswelle Vorderachse. Vorderachse, 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 Typ C. So, rein damit. Rein damit. So, jetzt müssen wir gucken. Ich bereue es wahrscheinlich jetzt wieder, dass ich das Ding wieder zusammensetze. So, gut.
Gucken wir jetzt gleich mal durch, ob wir alles haben und heilen. So, jetzt gucken wir mal. Fahrzeuginfo. Das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Hier fehlt noch eine Korbelstange, Feder vor der Achse, Gummilagerbuchse groß, die getauscht werden muss. Gut, also eine Koppelstange vor der Achse Typ A. Gut, dann müssen wir da nochmal ran, scheinbar. So, kurz mal in die Vorderachse gehen. Das ist bestimmt die andere Seite, weil hier die ist getauscht. So, warte mal. Genau, da ist die Vorderachse. Ist die Koppelstange. Ich mache hier aber jetzt mal wieder die Dings raus. Darf ich natürlich nicht, weil ich tatsächlich schon wieder die Vorderachse drin habe. Gut, dann nehmen wir die alle wieder raus, die Teile. Ne, warte mal. Die Montage. Ich kann ja hier. Kann ja hier die Links ziehen. Gut, dann machen wir das doch. Die Feder ist das. Die Koppelstange habe ich. Ja, Feder, Koppelstange und die Gummilagerbuchse. Gummilagerbuchse. Gekauft. So. Was brauche ich für eine Feder? Was brauche ich für eine Feder? Feder für die Vorderachse. Okay. Ja, mache ich schreiben. So, Feder Vorderachse. Gekauft. So. Dann müssen wir an das Federspreizgerät. Das ist, Moment, ich guck gerade, wo ich es hab. Wo war es denn? Wo war es denn? Wo war es denn? Das war für den Motor. Das ist was anderes. Das ist fürs die Reifen. Hab ich mein Federspreizgerät hin? Bist du das? Ne, bist du nicht. Das ist was anderes. Das ist für die Hinterachse zum. Oder für eine Achse zum Aufbauen. Hier ist es. So. Federbein zerlegen. So. Die macht ja jetzt automatisch die Feder raus. Nimm das Teil aus dem Federspanner. Federbein verbinden. Ja. Machen wir die auch rein. Dann haben wir das soweit auch wieder fertig. Teil nehmen. So, dann können wir die Feder wieder einbauen. So. Einmal das. Und dann kommt der Feder wieder rein. So, und dann kann die Koppelstange wieder rein. Und dann haben wir soweit das Auto wieder fertig. Meines Wissens. Koppelstange vor der Achse Typ A. Koppelstange vor der Achse Typ A rein damit. So, dann setzen wir die wieder rein. Und dann müsste das Auto soweit eigentlich wieder auf dem Damm sein. Ja, die Tür müssen wir noch einsetzen, ja. Aber das ist alles. Da haben wir ja, müsste jetzt eigentlich dran sein. So, jetzt habe ich aber noch eine Buchse. Ich glaube, ich habe noch eine Buchse irgendwo vergessen. Nämlich hier. Dann fehlt aber noch eine. Den fehlt ja aber hinten noch einer, glaube ich, auf der anderen Seite. Hier fehlt sie. Dann müsste es eigentlich soweit wieder fertig sein, das Auto, oder? So, dann nehmen wir die Tür wieder rein. Montage von Karosserieteilen. So. Tür vorne links.
Scheibe wieder rein. Spiegel. So, Auto müsste jetzt aber eigentlich soweit wieder fertig sein. So, die Gummilagerbuchse. Es fehlt eine Gummilagerbuchse. Wo fehlt mal die? Wieso fehlt da jetzt die Gummilagerbuchse? Warum zur Hölle? Irgendwo fehlt eine Gummilagerbuchse. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich den Modus reinkomme wieder. Montage. So, okay. So, wo ist die scheiß Gummilagerbuchse jetzt wieder hin? Die. Es kann nur irgend so ein Schwachsinn wieder sein. Irgend so ein Teil, was. So ein Mini-Teil, was da irgendwo fehlt. Die Seite ist es nicht. Doch, was. Hier war ich ja, glaube ich, fast nicht dran. Bestimmtes Teil. Wo fehlst denn du jetzt? Wo hast du's? Wo zur Hölle? Ist das jetzt wirklich die Hinterachse? Ich war noch nicht an der Hinterachse dran. Doch, ich war wohl an der Hinterachse dran, natürlich, klar. Muss ja. Da fehlt sie nämlich. Da fehlt sie nämlich noch. Kommt noch eine Gummilagerbox auf die Rechnung. Gumm. Die Lagerbuchse einmal groß, Damm drauf. So, bauen wir so rein. So, dann müsste das Auto eigentlich soweit wieder beim Damm sein. Auf Fahrzeuginfo. Auftrag abgeschlossen. Fertig. Wenn der Termin ist. Jawohl. Gut. Das ist quasi das Ende. Das nächste. Wir werden dieses Fahrzeug noch auf die Hebebühne setzen. Dann ziehen wir uns das Kampagnenfahrzeug ran. So. Da ist ein bisschen zu tun. Deswegen machen wir das jetzt mal rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es weiter erstmal mit dem kleinen Flitzer hier. Und dann geht es weiter mit dem Kampagnenfahrzeug. Wenn wir es halt alles in einem Rutsch schaffen. Mal schauen. Wir sehen uns dann wieder. Ich freue mich, wenn ihr einschauen würdet bei Let's Play Car Mechanic Simulator. Thank you.